Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute auf der Jagd nach den Ticket und heute habe ich das Spiel Dragon Raja. Ich will es mal starten. Ich glaube, ich habe das Spiel doch gar nicht gehabt. Ich muss es mir auf jeden Fall neu installieren und gerade noch die Version wieder ändern. Also sprich, ja, keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Bei manchen Spielen ist das, du startest es. Und dann sagt er, sie müssen leider ihre Version ändern. Dann drückst du drauf auf OK. Dann fährt das Programm nochmal kurz hoch, BlueStacks. Und ja, dann ist die Version wieder kurz geändert. Ist halt bei manchen Spielen so. Gut, jetzt mal schauen, ob ich Vollbild reinkriege. Jawohl. Geht. So geht's jetzt los. Server aussuchen. Moonlight. Wer ist rot, ob das gut ist oder nicht? Okay. Laden wir mal den Server. Klingmeister Revolver hält. Das ist 10-10 Tänzer. Ein Update. Ausblenden. Na gut. Männlich. Also Revolver hält männlich. Das war auch kein Revolver. Das schon eher. Weiblich. Was ist Lolita dann? Ah, eine Maschine. Ein Cyborg. Weiblicher Cyborg. Kingmeister. Also sehen. Der Seelentänzer. Also ich glaube, ich bin ein Seelentänzer, weil Klingmeister ist ein Schwertkämpfer, Revolver hält. Obwohl Seelentänzer wahrscheinlich nur ein Magier ist in dem Sinne. Sieht der männliche Seelentänzer aus? Ich bin mal gespannt. Ein Lolita-Seelentänzer, also ein Cyborg-Seelentänzer. Aber sieht jetzt gar nicht mehr aus wie ein Cyborg. Assassins Lolita. Sieht auch nicht aus. Sieht eigentlich eher mal aus wie ein kleines Kind, ne? Ja. Also Lolita, würde ich mal sagen. Ach, ich bleib jetzt bei Klingmeister. Ich würde sagen, Lolita ist kein Cyborg, doch kein Cyborg, sondern ein kleines Kind. Passt schon, wie es aussieht. Ja, muss trotzdem nur warten. Ich hab's geschafft. Aber ich werde noch ein bisschen warten. Ich
Ich möchte wenigstens einmal kurz anspielen. So, jetzt sind wir wieder da. Spiel beitreten. Und dann schauen wir mal, wie das Spiel wird. Ich hoffe gut. Ich hoffe, es hat sich gewartet, das lange Warten. Und nochmal warten. Ach, yeah. Sibirien. Das hakt ein bisschen. Was ist jetzt los? Hey, watch out! Okay, es war ein Traum. Are you awake? Hurry and get up. I have your clothes ready over there. Tomorrow is Christmas Day. You will need to do your best in training. It decides the qu- Heute ist Weihnachten. Hey, don't tell me you've forgotten already. How could you forget? Director Herzog said that whoever performs best today can leave this place and go to the capital to study. So you have to try your best. We promised we would see what lies on the other side of the ocean together. This is the card I made. You just need to sign it with your name. Mein Name. Red Dog.
Your clothes are on that chair. Come out once you've changed. Zed should be waiting outside. Little Renata, you're looking so pretty today. What are you doing? Why isn't Z with you? What happened to him? Dr. Herzog, I'm just looking for some nice flowers that I can give you as a Christmas gift. The flowering season of the Arctic Rose has already passed. However, you have always found favor with Lady Luck. Keep looking, but remember, not to neglect your training. Phew, that was a close one. If Director Herzog found out that Zed isn't up yet, he'd be in trouble again. I told him to get up. Why isn't he here yet? Oh well, I guess I'll have to wait for him a while longer. Shoot. Has the time come, once again, to go and beg for scraps like a hungry stray dog? Why don't you leave that to Anton? Nobody can tell me what to do, not even the director himself. Today's training will determine who gets to go to the capital. Very easy. If I wanted to leave the orphanage, nobody could stop me from doing so. Well, okay. That's more like it. I will trust you with the Christmas gift box. Oh, ein rotes Geschenk. Seems the supply ship hasn't arrived. Normally, the supply ship arrives just before Christmas. There'll be supplies for the whole year and Christmas gifts. Ah, the training's about to begin. I must go now. Don't forget to find a date for tomorrow's Christmas banquet. Ho, 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 ich bin der Weihnachtsmann. Thank you.
Wo ist das rote Geschenk hin? Na gut, ich würde mal sagen, das war's bis jetzt erstmal. Es geht bestimmt mal interessant weiter, Geschichte, bla 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 und so weiter und so fort. Aber das wird nicht so lange dauern. Jetzt soll ich mir ein Ticket abholen und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.